Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen-Orakel am 21. Mai 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen und das schauen wir an. Also er möchte diese Leidenschaft leben. Nicht nur in Gefühlen, Gedanken, sondern auch in Taten. Das heißt, er möchte mit euch treffen. Wie fühlt er sich? Das zeigt hier dieses Bild. Bei ihm kommen die Erinnerungen, die Bilder, die Träume, die Sehnsüchte. Das kann auch ein Traumbild sein, dass er etwas träumt und das berührt sein Herz, seine Seele, seine Gefühle. Oder er schaut alte Bilder an oder Nachrichten. Die Karten haben symbolische Bedeutung und diese Dame zeigt seine Haltung. Was kommt, was vermittelt er? Und das zeigt hier dieses Bild. Und das heißt, nach Höhen und Tiefen, nach diesem Hin und Her, möchte ganz unbeschwert mit euch treffen, ohne dass irgendjemand davon was mitkriegt oder beobachtet, ein Ort zu sein, wo euch niemand stört. Und diese Karte ist auch eine wichtige Botschaft und das heißt unerwartete Ereignisse, eine Überraschung, es öffnet sich eine Tür, eine neue Chance, neue Möglichkeit. Oder kommt jemand als Besuch, womit ihr gar nicht rechnet. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu. Und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.